Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Kim. So, jetzt gucken wir mal, was er vorhat. Du bist sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein. Nur eine Beobachtung. Ach, guck mal, wo er uns hinschicken will, Leute. Okay, mehr reißen. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Okay, ich bin magisch. Wow. Junge, Junge. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine okay. Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Wow, nun, das ist es cool. Lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung. Und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Jetzt lernen wir nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Nein. Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Okay, Leute, dann bin ich mal gespannt, was man jetzt erlebt. Alle mehr lernen Totensprung der Assassine. Schon heftig, schon cool gemacht, finde ich. Au, gleich der höchste Berg hier in dem Gebiet, Leute. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte! Sieh zu! Heitam! Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf. Eivor, diese Seite an dir ist mir neu. Gib dir Furcht nicht nach. Erobere sie. Ich sah meinen Tod in Visionen. Es war nicht hier und nicht heute. Genau. Dann versuchen wir es einfach. Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest ziemlich recht. Gut. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß. Dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus.
Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gewalt. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Okay. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Genau. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitan. Okay, Leute, das heißt, wir haben noch einen Den haben wir jetzt schon erledigt, Leute. Okay, das sind die Gegner, die wir jetzt in Hoch und Hohle könnten. Redwall können wir auch schon. Aber er ist ein bisschen stark und die müssen wir noch erst noch gefundene Hinweise finden. Okay, Leute, das. Okay, die Quest zeigen. Das Schlage den Orden. Des Ordens. Okay, gut. Weil wir müssen das ganze Ding zerstören. Hier haben wir die Handelsposte, hier hätten wir die Bäckerei, die Fischerhütte, die hätten wir da, was haben wir da, haben wir die Schiffswerkstatt. Nehmen wir erstmal die normalen Sachen. Da ist der Stall. Da ist das Museum, du warst auch hier das Museum. Wenn wir das, die Jägerhütte. Wow, Alter, wenn man mal so guckt, wie groß.
Mal gucken, man sieht, wie groß schon Englandland ist. Das ist schon nicht klein geworden, Leute. Muss man schon sagen, ja, die sind nicht klein geworden. Bin ich mal sehr gespannt, Leute. Ah, und hier ist unser Tätowierer, Leute. Hier ist unser Tätowierer, Leute. Wir müssen eh alles machen, Leute. Wir brauchen eh alles. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierung. Genau. Baue etwas für uns, sobald du kannst. Und wir machen uns ans Werk. Okay, Leute. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald. Allem uns fehlt genau 5 Dinger. 5. Okay, uns fehlen genau 5. So, können wir irgendwas anderes machen? So, brauchen wir 30. So, 45. Schauen wir mal, was man. Bäckerei 45. Handelpost der Hämmer. 45. 45. Dann könnte man. Fischer könnte man nicht machen. Das Kriegslager können wir machen. Wir können das Kriegslager machen, Leute. Das ist das Einzige, was wir machen können, Leute. Das Kriegslager könnte man machen jetzt. Genau, das Kriegslager. Das ist das Einzige, was man jetzt machen kann. Grüß dich, Eivor. Wir können das Kriegslager jetzt machen, Leute. Das ist das Einzige, was wir machen können. Na, die Sache sprechen wir mit dir. Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich und das können wir nicht zulassen. Okay, Leute, halt. Los. Bis bald. Die können gute wir Kämpfe. Jetzt. Ja, gut. Ist ja in Ordnung. In Ordnung. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir so interagieren können. Ah, da vorne ist. Ja, genau. Weil das ist das Einzige, was wir jetzt machen können, Leute. Das können wir als Einziges jetzt bauen, Leute. Und dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt auch noch. Dass wir das jetzt bauen können, Leute. Okay, jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Oh, da reden wir mal. Mal gucken, was er, was sie. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomswikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Ein Stellvertreter, okay. Ein Stellvertreter, okay. Ah, man könnte eine Wacke. Alter, die ist aber riesig, Alter, Leute. Die hat nicht so schlecht. Ah, die haben auch nicht schlecht, kann man sagen. Die Reisende. Auch nicht schlecht. Oh Gott, Alter, wie riesig die ist, Alter. Ach, nicht schlecht. Hasenflink. Hasenflink,
Ja, leicht die Bing, okay, dann haben wir. Langnase, je, was für ein Name. Guna Eisenschild, okay. Hier. Die Größe aus dieser Arena, oh, Trinkarena, okay. Die ist ja ein bisschen pade. Noch ein Knackerin, eieie. Alter Schwede, wie viele sind nur die Schlange? Ja, bis jetzt haben wir noch. Ja. Spinnenbein. Naja, aussehen wäre es nicht schlecht, aber naja. Boah, sind Holzzahn, na je. Eine richtig. Hat was, aber mal gucken weiter, Leute. Wir gucken noch ein bisschen weiter, Leute. Vielleicht gibt's noch irgendein. Schielauge, oh je, was. Die Milchtrinkerin, auch Gott, was. Die Reißende, die Glückliche, okay. Ohne Mut, oh, ohne. Ach, Mann, sogar die Gläubigen. Auch nicht schlecht, gemacht lasse. Ledernacken, alter Ledernacken, oh je. Niemand tot, alter, was für ein Name. Die Faule, klar, die Faule. Stinkarm, oh je. Die Unsterbliche, die Berserkerin, die Grünsichtige. Alter, was für viele Namen mir hin. Steinfuß, okay. Ha, die hat, gehen wir noch, gucken wir mal weiter, ne? Rippenbrecherin, Alter, die Rippenbrecherin, ja? Und auch nicht schlecht. Lief die Tiefsinnige, wow. Na, gehen wir noch gucken. Alter, was für ein Musiker, Schubellose. Eisenfaust, okay, Das Geistergesicht, Alter, schön. Meinen Siegerreich, die Kluge. Die glückliche Schädelschnupperin. Ah je, was für ein Name es gibt. Ah, und der weiße Herzblut. Ah je. Welche nehmen? Oh, diese Falkenlinge. Junge, das sind. Alter, wie viele es gibt, Leute, so abnormal heftig, finde ich. Die Knochen los, Alter, Milchtrinkerin. Und den Gezeiten, Ingrid, die von den Gezeiten. Alter. Es sind noch nicht die. Die Schlangenzunge, Alter. Knochen, die grausamen, Alter. Ne, passt eigentlich, oder Leute? Können wir nehmen, Leute. Würde ich fast sagen, Leute, nehmen wir sie einfach mal. Ja, genau. Das ist unsere Stellvertreterin, Leute. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht.
nicht schlechter spricht. Und dann redet man nochmal mit ihr. Tun wir mal. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Genau, schauen wir mal, was macht. Okay. Okay, Hermut, können wir mal ein bisschen ändern. Okay. Fertig? Okay, dann gucken wir mal. Okay. Da müssen wir halt mal gucken, Leute. Ich muss gehen. Bleib gesund. Okay, und dann. Oh, da ist ein. Okay, da ist ein das. Der Allvater ist ja hold, Eivor. Ich will Teil des Ruhms sein. Ich stehe bereit, wenn du mich brauchst. Okay, Leute, so. Okay, ja. Wir können Ding mal gucken, mal kurz, ob wir uns anrufen rufen können. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Du bist versorgt? Genau, schauen wir mal, was sie abnehmen, wo abgrehen. So, ich würde sagen, die machen ein bisschen düster, Leute, unsere Charaktere. Wir tun mal richtig mal ein bisschen düster machen, Leute, würde ich sagen. Aber das tun wir dann immer verbergen, Leute. Ja. So, Leute, jetzt haben wir. Wir sehen uns bald wieder. So, Leute, jetzt würde ich fast sagen, werden wir zu Randvi gehen, denke ich. Jetzt werden wir, ich würde sagen, jetzt reden wir mit ihr, Leute, würde ich fast sagen. Warte, müssen wir mal kurz gucken. Müssen wir mal kurz was gucken, Leute. Inventar, irgendwas. Okay, Leute, das heißt, die Sache müssen wir zu Leute bringen. Okay. Die müssen wir zu Leute bringen. Oh Gott. Und das ist was? Das hier? Sagen wir mal, was ist das? Die Brauerei. Okay, so. Aber Leute, ich würde, wie gesagt, Leute, werden wir jetzt mit der Hauptstory mal anfangen, würde ich sagen, Leute. Aber Leute, bevor wir zu Randvi gehen,
werden wir für heute Feierabend machen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.